Der Kumpel, der Freund Bastian Schweinsteiger liegt draußen. Ist, glaube ich, sogar von Müller-Wohlfahrt schnell genäht, getackert worden. Und Schweinsteiger steht wieder. Also wirklich, wir verneigen uns vor dem, was der hier macht. Er will den Ball haben. Ein großes Vorbild. Völlig egal, wie das hier ausgeht. Es war eine ganz starke WM von Bastian Schweinsteiger. Der alles, aber wirklich alles für die Mannschaft gibt. Eine Symbolfigur. Also an Leidenschaft und an Humor der Ersatzbank wird es hier nicht scheitern. Die sind lebhaft, aber das ist ein taktisches Foul auch von Palacio. Er hat die Hand am Trikot. Es ist zu ahnden, oft genug darüber gesprochen worden. Jetzt wollen wir nicht auf jeder Szene rumhacken, aber Rizzoli hat leider, leider seine gute Linie verloren. Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre! Der Bundespräsident steht. Die Kanzlerin. Das nächste Joker-Tor für Deutschland. Helmut Rahn, Gerd Müller, Andi Brehme, Mario Götze. Ist das die Viererreihe? Es sind noch 7 Minuten. Aber Schürrle ist Einsatz. Schürrle ist laufig. Bis auf die Grundlinie hat das möglich gemacht. Und diese Technik, die er gelernt hat bei Borussia Dortmund, bei Volker Pröpper in der Jugend, mit der Brust angenommen, mit links, macht er den rein. Mario Götze. Ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in 7 Minuten wahr sein. Ein Riesentor und wir freuen uns so mit für ihn. Für Mario Götze. 22 Jahre jung, aber weiter geht's. Weiter geht's. Runterkommen, beruhigen. Die Schnappatmung zurückfahren. Es sind noch 6 Minuten. 6 Minuten, die Deutschland vom vierten Stern, vom WM-Titel trennen. Mit Bastian Schweinsteiger auf dem Platz. Mittendrin, mit Cut. Der geht nicht mehr raus. Boateng. Jeder Zweikampf mit finalem Charakter. Garay. Hummels. Durchhalten. Jetzt wird jede Minute runtergezählt. Das ist der Weltmeistertitel. Countdown für Deutschland. Per Mertesacker steht bereit. Gibt es den Empfang auf der Fanmeile am Dienstag. Ab 9 Uhr werden wir live dabei. Und so gern würde dort der Weltmeister empfangen. Fällt Messi noch irgendwas ein? Und Özil. Ist da jemals mehr gelaufen? Götze den Schritt zu spät gegen Rojo. Zum Glück abgerutscht. Den kann selbst Lionel Messi nicht bändigen, diesen Ball. Es ist zu früh, um hier irgendein Fazit zu ziehen, aber es ist nicht zu spät, um dieses Traumtor zu würdigen. Mit Brust angenommen, mit dem schwachen linken Fuß aus dem Winkel vollendet.
weil Romero sich entscheidet, die kurze Ecke zuzumachen. Aber Zeitlupen können wir hinterher 100 angucken. Jetzt am besten gar keine mehr. Nur noch aufs Spiel schauen. Neuer. Manuel Neuer. Eine unfassbare WM. Fehlerlos. Ach, hohes Bein entschieden. Okay, kleinlich. Man will jetzt als Schiedsrichter wahrscheinlich irgendwie das Spiel offen halten. Auch wenn eine wichtige Entscheidung gegen Deutschland gefallen ist, nämlich keine Gelb-Rote zu geben für Algero. Oh nein, Lahm. Leicht verschätzt, aber Rojo auch hektisch geworden. Neuer erst draußen, dann zurück. Drüber, drüber, drüber. Alles gut. Großkreuz stand schon parat. Mertesacker stand schon parat. Der Kopfball tatsächlich von Messi. Aber das Tor von Mario Götze. Mitleid für Argentinien, klar, aber dann, wenn es soweit ist. Per Mertesacker soll noch rein in dieses Finale. Hansi Flick verärgert, dass das jetzt nicht sofort stattfinden kann. Der Schiedsrichter will erst den Freistoß ausführen, will den Spielfluss aufrechthalten. Neuer. So, nicht mit Manuel Neuer, mit der deutschen Wand da hinten im Tor. Und dann hat doch noch einer dieser Edeltechniker, die beste Idee im entscheidenden Moment gehabt. Ist Mario Götze der deutsche Erlöser in Rio. Romero rutscht zum x-ten Mal aus. Und hoch und rein und weg zur Eckfahne. Müller oder faulen lassen. Müller oder vorbei. Müller. Müller. Und Götze holt sich diesen Ball. Es geht in die letzte Minute der Nachspielzeit. Es geht um Sekunden und Per Mertesacker kommt in der Schlussminute der Verlängerung für die Biografie nicht ganz unwichtig noch ins Spiel. Es gibt gleich kein Halten mehr. Gleich. Wir trauen uns ja kaum, jetzt schon mitzufeiern. Mertesacker für Özil. Nur eine Aufgabe, ab nach hinten. Ab nach hinten, Bälle rausköpfen. Gleich den ersten Kopfball gewonnen. Mascherano. Wie viel wird nachgespielt? 120 Minuten sind vorbei. Löw steht neben dem Mann mit der Tafel, neben dem vierten Offiziellen. Er steht kurz vor seinem nächsten Titel. Pokalsieger mit Stuttgart, österreichischer Meister, Tirol. Es wäre mit der Nationalmannschaft der erste Titel. Und es sind noch zwei Minuten bis zur Weltmeisterschaft für diese deutsche Mannschaft. Müller kommt nicht mehr hinterher. Mascherano. Der falsche Spieler am Ball, Messi. Oh nein, es gibt noch einen Freistoß. Er hat von da schon getroffen. Schweinsteiger mit Krampf.
hat sich reingehauen, reingeworfen in dieses Duell. Aber es ist noch relativ weit weg. Vielleicht zu weit, vielleicht auch nicht. Messi wird uns zeigen, was er mit diesem Mal, mit diesem Angebot macht. Er hat nie getroffen gegen Manuel Neuer. Nie. Bei den paar Duellen mit Barcelona. Das musste fast so kommen bei diesem Spiel. Bleibt uns wenigstens das Elfmeterschießen erspart. Vielleicht ist das schon die letzte Aktion des WM-Finales 2014. Tränen mit den argentinischen Anhängern. Deutschland feiert hoffentlich nicht zu früh. Bitte nicht zu früh. Kommt dann noch mal hoch. Bastian Schweinsteiger. So tief kommt man gar nicht runter, wie man sich vor dem verneigen muss. Einmal noch 9,15 Meter zurückkumpeln in die Mauer. Aber da er behandelt worden ist, muss er eigentlich runter. Oh ja, er muss runter, er muss auf die andere Seite. Ist das ein Showdown? Der Weltfußballer viermal nacheinander, 2:09 bis 2:12 gegen den Welttorhüter. In der letzten Minute der Verlängerung im Maracana bei 0-1 Rückstand. Mehr geht nicht. Messi, drüber! Der ist drüber! Pfeift er jetzt ab! Schweinsteiger darf wieder rein. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Eine Jubelexplosion bei den deutschen Fans. Das Spiel ist noch nicht aus. Es ist noch nicht aus. Pezzoli lässt es weiterlaufen. Rojo. Götze, der Torschütze. Ersatzspieler jubeln schon. Hoch da. Schweinsteiger. Brutal angegangen. Wie lange geht das noch so weiter? In der Endlosschleife der Kampfzweikämpfe. Jetzt ist es verbracht. Ja. Ja. Und nochmal ja. Deutschland ist zurück im Fußballhimmel. Weltmeister. Der erste Weltmeister aus Europa auf südamerikanischem Boden. Heißt Deutschland. Ist das genial? Lukas Podolski. Der vierte Stern, natürlich. Da ist er. Es kann nur einen geben. Mitgefühl mit Argentinien,